Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Hörspiel. Das heißt, ihr hört alle Anrufe aus der vergangenen Woche ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo, schönen guten Tag. Sprich mich hier Ricardo, ja? Das ist mein Vorname. Ja, hier Lukas Schwindig am Telefon. Ich rufe Sie von der Handelszentrum an, wo Sie gerade ein Konto eröffnet haben. Also Sie sind bei unserer Zeit registriert. Ja, sehr entzückend. Ja, ich grüße Sie dann. Bitte? Sehr entzückend. Ja, mein Job ist, Herr Ricardo, Ihnen dabei zu helfen, um Ihr Handelskonto vollständig zu aktivieren. Ja? Es fehlt bei Ihnen nur die entsprechende Lizenznummer. Ansonsten haben Sie ein erfolgreiches Konto eröffnet. Ja? Lass es mich wissen, also wie weit sind Sie bei unserem Website? Na, scheinbar fertig, wenn jetzt nur noch eine Lizenznummer fehlt. Ja, nee, also Sie haben richtig Ihren Name, Nachname und so allgemeine Info von Ihrer Seite angegeben, damit Sie ein erfolgreiches Konto eröffnet haben, ja. Aber der Prozess, Eingang zu so Lizenz, Sie benötigen auch in der Fall von uns die entsprechende Lizenznummer. Aus diesem Grund habe ich mich gemeldet. Verstehen Sie? Schön. Und soweit Sie es wissen, mit dem Einstiegskapital von 250 Euro beträgt, Sie benötigen das Geld auf jeden Fall auf der Trade-Plattform, nachdem der Lizenznummer generiert wird. Wie wollten Sie denn das Geld einzuzahlen? Was für Zahlungsmöglichkeiten besitzen Sie denn? Was ist denn das für eine Lizenznummer? Bitte? Ja, was meinen Sie denn für eine Lizenznummer? Also zum Beispiel, Sie haben jetzt eine Konto eröffnet, wo kann man online handeln, ja, mit verschiedenen Sachen, mit Bitcoin oder so allgemein Coin, Aktien und so weiter. Wenn Sie dieses Programm benutzt haben und irgendwelche Summe gewonnen haben, ja, und haben Sie auf dem Konto, Sie benötigen die Lizenznummer auf deutsche Börse legal handeln. Verstehen Sie? Ohne diese Lizenznummer ist es schwer, letztendlich auf Ihre Gewinne Geld zugreifen und abheben. Und mit der Lizenznummer. Wer hat Ihnen denn die Geschichte vorgelegt? Bitte? Wer hat Ihnen die Geschichte sich ausgedacht? Ja, also ohne die Lizenznummer geht das leider nicht. Aber Sie zahlen für die Lizenznummer gar keine Cent ein. Sie zahlen nur dafür das Geld ein, dass Sie 250 Euro auf Ihrer Trade-Plattform benötigen, ja? Aha. Also, Herr Ricardo, also, wollten Sie einfach das Produkt ausprobieren, ja? Sie haben vielleicht gelesen, dass Sie 250 Euro auf Ihre Trade-Balance benötigen, weil ohne Geld, das ist unmöglich. Die erste Session anfangen, weil Sie mit dem Geld irgendwelche Produkte aus dem Markt kaufen würden, ja. Und wir helfen Ihnen dabei, jeden Tag an der Finanzmarkt zu beschäftigen. Also Sie kaufen jetzt irgendwelche Produkte und wir sind dafür zuständig, dass Sie jeden Tag mindestens 30 Euro mit 250 Euro verdienen. Das ist ja eine entzückende Geschichte. Ja, also so sieht alles aus. Und wenn Sie Visa oder Mastercard besitzen, ich würde Ihnen sofort helfen, dass Sie 250 Euro auf Ihr Trade-Konto erhalten. Mhm. Ja. Haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen? Ja, ich grüße Sie da. Bitte? Ich überlege noch. Aber warum? Also, Sie haben jetzt alles in der Hand. Also, Sie können jetzt sofort Ihr Handelskonto aktivieren. Momentan Ihre Daten bei der Blockchain-System steht ganz offen. Das heißt, dass die Daten ungesichert ist. Sie benötigen auf jeden Fall Ihre Lizenznummer, damit das Ganze abgeschlossen wird. Aha. Und sobald Sie es gemacht haben, bekommen Sie in unserer Unternehmer eine persönliche Finanzberater, der für Ihr Konto und Ihr Kapital verantwortlich ist. Also Sie können schon alles ab heute anfangen. Also warum sollen Sie das Ganze verschieben? Also es ist kein gefährliches oder irgendwas sonstiges. Mhm. Ja.
Was für Kreditkarten haben Sie hier, Ricardo? Visa oder Mastercard? Welche Kreditkartenbesitzer sind Sie? Ja. Habe ich. Bitte? Ja, welche Kreditkarte haben Sie? Na, das, was Sie gesagt haben. Ja, aber welche? Visa oder Mastercard? Ja. Ja, Ricardo, das ist für Sie Visa-Karte oder Mastercard? Welche Kreditkarte haben Sie? Das ist meine Frage. Na, das, was Sie gesagt haben. Sie haben das nicht gesagt. Nee, aber Sie. Ja, Ricardo, Sie sprechen wirklich undeutlich. Also, wollten Sie unser Produkt ausprobieren oder nicht? Also, ich verliere jetzt meine Zeit, wenn wir jetzt telefonieren. Also, ganz umsonst. Mhm. Ja, Ricardo, bitte, teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit. Wollten Sie unser Produkt haben oder nicht? Welches? Okay, wir scheinen, Sie haben kein Interesse. Tschüss. Aha, so machen Sie also Kundenservice. Bitte? So machen Sie also Kundenservice. Sehr interessant. Macht das Spaß da? Oder nicht so? Ich denke, Sie rufen mich von einem sehr unseriösen Unternehmen an. Sie haben vergessen aufzulegen. Hallo? Ja. Herr Center? Hallo, Herr Center, guten Tag. Mhm. Hören Sie mich? Ja. Thomas Gurke ist mein Name, bitte. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Wissen Sie, worüber es geht, ja? Nö, Sie haben ja Ihren Firmennamen nicht gesagt. Online-Handelsplattform ist ja kein Firmenname. Also, mein Name ist bitte Thomas Burke, ich melde mich von Online-Trading-Plattform von sextraders.com. Das geht Crypto-Trading, ja? Ja, genau, so stellt man sich zum Beispiel vor. Ja, genau. Genau. Haben Sie Erfahrung im Center, oder ist Neues für Sie? Ja. Bitte? Ja. Also, Erfahrung haben Sie? Ja, wenn Sie das möchten, dann ja. Hm? Also ich möchte gar nichts, bitte. Ich habe gefragt, ob Sie haben. Was habe ich denn? Erfahrung. Natürlich. Okay, wissen Sie, wie läuft es und funktioniert? Was denn? Bitte? Was denn? Bitte? Danke. Bitte? Danke. Verstehen Sie mich? Ja. Können Sie überlegen, was ich meine, was ich sage? Wie meinen Sie das? Bitte? Danke. Möchten Sie jetzt weiter sprechen mit mir oder nein? Je nachdem, wie Sie das möchten. Also Sie können alles machen, was ich möchte, ja? Ich richte mich da ganz nach Ihnen. Möchten Sie alles machen, was ich möchte? Wie meinen Sie das? Was ich Ihnen sage, können Sie alles machen? Na, was denn? Also alles meine ich, alles heißt alles. Nö. Können Sie? Mhm. Oder? Weiß ich nicht. Oder wer weiß das? Der Förster. Bitte? Der Förster. Wer? Wie viel Euro möchten Sie investieren? Wie viel Euro ich investieren möchte? Aha. Ich nehme erstmal 50. Wie viel? 50. 50 Euro? Mhm. Okay, welche Zahlungsmodalität ist lieber für Sie? Haben Sie Visa, Master, PayPal oder Online-Banking? Was nehmen wir da am besten? Bitte? Was nehme ich denn da am besten? Welche Methode? Karte, wie? Tja, schwierige Entscheidung. PayPal haben Sie? Mhm. Okay,
Können Sie es überlegen? Ich rufe Sie an in 3 Monaten, ja? Nach 3 Monaten melde ich mich, okay? Nee. Bestimmt, in 3 Monaten können Sie sich entscheiden, ja? Nee. Alles klar. Schönen Tag noch. Betrüger. Nicht vergessen, ja? Abzocker. 3 Monate sollen wir telefonieren. Ja, Krimineller. Alles super, Herr Center. Okay, nicht vergessen, in gleicher Zeit, um gleiche Uhrzeit melde ich mich, ja? Nee. Okay, es wird also in 3 Monaten, letzte Dienstag, okay? Können wir dann da auch zusammen ein Klatschespiel machen? Okay. Schönen Tag noch, mit, ja? Mit Murmeln. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für die Mitarbeit, ja? Ja, wollen wir uns einen Snickers teilen? Sie sind der beste Mensch in der ganzen Welt. Wollen wir uns einen Snickers teilen? Habe. Ja? Oder einen Bounty? Okay. Ja. Ich freue mich, dass Sie wie macht man mit das Ihnen so? Gesprochen ich habe, grad, ja? Soll ich dir was Schönes Sie erzählen? Sind die Beste. Soll ich dir was Schönes erzählen, Onkel? Diese Schöne können Sie für Sie lassen, ja, was Sie für mich haben, ja? Ja, soll ich dir was Schönes erzählen? Ja, das können Sie immer in Ihrer Familie erzählen, ja? Ich habe gerade... Jemand habe ich gefunden, Sie ja, Familie. Ich habe... Erzählen Sie, erzählen Sie. Ich habe gerade... eine Plastikdose gefunden beim Aldi, die lag da einfach und dann habe ich da reingepupst und die schnell zugemacht. Sehr schön. Mhm. Sie sind die beste Mensch, ja, so wie gesagt. Jetzt und in 3 Monaten melde ich mich, ja. Und was alles ist da klar. In 3 Monaten? Gibt es denn auch in 3 Monaten was vom Haribo Goldbeeren? Nein, Sie sollen überlegen, womit können Sie investieren, ja? Mit Karte, mit PayPal oder mit Online-Banking, ja? Okay, ich gebe und kann Ihnen man, 3 Monate und kann man das können dann, Sie jetzt... Kann man das dann Sie auch an, mit dem Hubschrauber machen ja? Oder muss man das ich anders glaube, machen? Ich glaube, 3 Monate ist genug Zeit für Sie. Nee, da kann ich ja nicht. Brauchen Sie mir auch noch einen Monat dazu? Nee, da esse ich doch einen Snickers. Und dann in halbe Jahre melde ich mich, oder? Das weiß ich nicht, vielleicht doch morgen oder gestern. Also, Sie können nicht über so entschieden, womit möchten Sie investieren. Deswegen gebe ich Ihnen ich 3 Monate. Ich möchte gerne ja? Ein Glücksbärchen sein. Ein Glücksbärchen. Also haben Sie sein. PayPal oder nein? Ich habe einfach eine Frage gefragt, also eine... Ja, und ich habe doch auch eine einfache Sie, Antwort gegeben da drauf. Haben Sie PayPal oder nein? Ich habe nur gefragt, ja oder nein? Na, zum 536. Mal. Ja. Haben Sie PayPal oder nein? Reichte die Antwort gerade von eben nicht? Nein, also ich habe gefragt, ob Sie PayPal haben. Ah, okay, dann stimmt was mit Ihrer Intelligenz nicht so ganz. Da ist, glaube ich, irgendwas... PayPal, haben Sie oder nein? Na, das habe ich Ihnen doch jetzt schon bereits mehrfach beantwortet, diese Frage. Aha. Ja, und die Antwort, die also war auf jeden Fall positiv. Welchen Tag haben wir nach 3 Monaten? Nach 3 Monaten haben wir den 12. Tag. Welches Tag? Da ist der Tag, an dem das Snickers verschwand. Aha, also wann soll ich Sie anrufen? Also in 3 Monaten oder in halbem Jahr? Ne, gestern. Vorgestern, oder? Mhm. Vorgestern soll ich Sie anrufen? Ja. Okay, dann melde ich mich vorgestern. Wollen wir uns dann ein Snickers teilen? Ja? Okay, alles klar, sehr gut, ja? Ich bedanke mich, schönen Tag noch, ja? Und was und machen wir Woche, heute noch so schönes? Und nach schöne Wochenende, ja? Aber wollten Sie nicht von mir Woche Geld so. Ergaunern? Schönen Tag. Soll ich Tschüss. Nichts mehr überweisen? Tschüss. Warum denn? Ja? Guten Tag, Herr Schimmeldonner. Liv Hansson ist am Arad. Ich melde mich von FTC Market. Sie haben gerade unsere Webseite besucht. Über Bitcoin-Handel. Webseite? Ja, da haben Sie erfolgreich angemeldet und deswegen habe ich auch angefangen. Das heißt, Sie haben Interesse an Bitcoin und Sie möchten mit dem Handel anfangen. Stimmt das? Handel? Sie möchten mit dem Online-Handel anfangen. Stimmt das? Was stimmt? Ja.
Und Sie haben auch Interesse an Bitcoin. Bitcoin? Ja. Also eine Webseite über Bitcoin-Handel haben Sie gerade besucht. Besucht? Ja, ich habe Ihre Daten als Meldung bekommen. Sie sind Hartmut Schimmeldöner, ja? Schimmeldöner, ja. 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 Und Sie haben sich erfolgreich bei uns angemeldet. Das ist eine Online-Handelsplattform. Und hier kann man mit verschiedenen Vermögenswerten handeln, wie zum Beispiel Kryptowährungen, Rohstoffe oder Aktien. Haben Sie schon Erfahrungen damit oder noch keine? Erfahrungen damit. Wie bitte? Erfahrungen damit. Haben Sie schon Erfahrungen, ja? Erfahrungen, ja. Ja, haben Sie es alleine gemacht oder mit Hilfe von Broker? Alleine gemacht mit Hilfe von Broker. Okay. Was unser Plan betrifft, hier bekommen Sie Ihren persönlichen Finanzexperten, nachdem Sie das Handelskonto erfolgreich aktivieren. Und mit Experten zusammen haben Sie dann Möglichkeit, Ihre individuelle Handelsstrategie zu erarbeiten. Also alle Neuigkeiten, Informationen und Signale, was man für einen erfolgreichen Handel braucht, bekommen Sie von unserer Seite, zwar von Ihren persönlichen Finanzexperten. Okay? Persönlicher Finanzexperte. Und das Konto können Sie mit 3 verschiedenen Beträgen aktivieren. Haben Sie Informationen dazu oder noch nicht? Informationen dazu noch nicht. Okay, 250 Euro, das ist die minimale Summe, womit Sie das Konto aktivieren können. Dann kommt 500 und 1000 Euro. Mit 500 bekommen Sie 100 Euro als Willkommensbonus. Falls Sie 1000 investieren, 200 Euro bekommen Sie als Bonus. Okay? 200 Euro Bonus. Ja, 200 Euro Bonus, aber das, wenn Sie mit 1000 Euro anfangen. Mit 1000 Euro anfangen? Ja, wenn Sie mit 1000 anfangen, bekommen Sie 200 Euro als Bonus. Aber Sie haben auch andere Möglichkeiten, zwar 500 und 250 Euro. Das ist Ihre Entscheidung, mit welcher Summe Sie es machen möchten. 200 Euro Bonus. Wie bitte? Wie bitte? Mit welcher Summe möchten Sie es machen? Summe machen. Hören Sie meine Stimme, meine Fragen, oder? Frage meinen ja. Ich habe gefragt, mit welcher Summe möchten Sie bei uns das Konto aktivieren? Mit 250, 500 oder 1000? 200 Bonus. 250. Und haben Sie Kreditkarte? Also da so Visa oder Mastercard, damit können Sie bei uns einzahlen. Oder auch Banküberweisung tätigen, das ist Ihre Entscheidung. Kreditkarte einzahlen. Okay, haben Sie Visa oder Mastercard? Haben Sie Visa-Karte. Visa-Karte. Okay, dann in diesem Fall, wenn Sie auch momentan bereit sind, ich kann Ihnen also den Link von unserer Webseite senden. Dann bekommen Sie auch Zugangsdaten und dann können Sie auch Einzahlung machen. Einzahlung machen? Ja, hartmut.schimmeldonner@gmx.de. Das ist die aktive E-Mail-Adresse von Ihnen, ja? Das ist die E-Mail-Adresse, ja. Ja, per E-Mail bekommen Sie dann den Link. Sind Sie jetzt bereit, oder? Ist es gute Zeit? Bereit und gute Zeit. Okay, dann warten Sie bitte an der Leitung. Ich mache das gleich, okay? Ich mache das gleich, okay? Ja, also gleich bekommen Sie den Link. Gleich Link? Sie bekommen den Link per E-Mail. Per E-Mail? Ja. Ja. Warten Sie bitte ganz kurz an der Leitung, ich mache das gleich, okay? Ja.
Also Sie können bei uns mit Ihrer E-Mail-Adresse einloggen, ja? Einloggen, ja. Ja, warten Sie bitte kurz. Warten kurz. Gleich bekommen Sie auch den Link. Gleich bekommen Link. Ja. Ja. Von meiner Seite ist es schon gesendet. Gehen Sie bitte einfach in Ihrem E-Mail und aktualisieren Sie bitte die Webseite. Aktualisiert die Webseite. Also, hier steht, dass diese E-Mail-Adresse nicht korrekt ist. Nicht korrekt? Konnten Sie es also einfach buchstabieren, Ihre E-Mail-Adresse? Also, hartmut.schimmeldonner, das nicht mit Umlaut, ja? Nicht mit Umlaut, ja. Also Schimmel mit 2 M. Schimmel mit 2 M. Ja. Ja. Also statt Umlaut, O wie Otto, dann Emil, ja? Emil? @gmx.de. Stimmt das? Stimmt das. Ich habe versucht, aber E-Mail-Adresse ist nicht korrekt. Nicht korrekt? WhatsApp haben Sie nicht, ja, unter dieser Nummer? WhatsApp nicht unter dieser Nummer. Unter anderen? Haben Sie kein WhatsApp? Kein WhatsApp. Konnten Sie E-Mail-Adresse buchstabieren? Nochmal? Buchstabieren? Ja? Ja? Buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse buchstabieren? Ja, damit ich Ihnen den Link senden kann. Link senden kann? Ja. Ja. Hallo? Hallo. Haben Sie alternative E-Mail-Adresse vielleicht, wo ich den Link senden kann? Herr Schimmeldonner? Link senden? Haben Sie alternative E-Mail-Adresse vielleicht? Alternative E-Mail-Adresse. Sie bitte? Alternative E-Mail-Adresse. Ja, haben Sie oder nicht? Oder nicht. Buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie den Link bekommen können. Link bekommen können? Warten Sie bitte kurz an der Leitung. Kurz an der Leitung. Hallo? Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hier spricht Ivan Markovic. Markovic? Ja, ich bin Ihr Ansprechpartner. Ich habe mit meinen Kollegen jetzt gesprochen, ja? Gesprochen, ja. Okay, und Sie möchten also Handelskonto aktivieren, oder? Handelskonto aktivieren. Okay. Hallo? Hallo? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ja, 99? 99? Oder 199? 199? Hallo?
guten Tag. Schönen Johann guten Kapelle, Tag. Apparat. Ich spreche mit... Hallo, hören Sie? Ich höre Sie. Ich möchte mit Herr Louis sprechen. Das ist mein Vorname. Mit wem möchten Sie sprechen? Louis Hausmeister. Ja. Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Wann denn? Von Europäischer Finanzbörse bekommen Sie Anruf. Wie ich sehe, Sie haben Interesse. Wann bekomme ich denn den Anruf? Wie bitte? Wann bekomme ich denn den Anruf? Von Europäischer Finanzbörse. Wann denn? Sie haben Interesse gezeigt. Ja, wann bekomme ich denn den Anruf? Jetzt gerade, Sie bekommen den Anruf. Ach so, Sie okay. sind das. Warum sprechen Sie dann von sich in der dritten Person? Also ich habe gesagt, dass jetzt gerade Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Mhm. Okay. Ich habe Interesse gezeigt und meine Arbeit ist Ihnen dabei helfen, die richtigen Informationen zu geben. Okay. Okay. Sagen Sie bitte mir, was für ein Interesse haben Sie auf die Finanzbörse? Was wollen Sie machen? Ich dachte, Sie geben mir jetzt Informationen. Jetzt möchten Sie doch welche von mir. Am Anfang, ich muss wissen, also wollen Sie nur Informationen haben, dann sind Sie bitte in der Information und wollen Sie Ihre Handelskonten aktivieren. Das Erste. Erste, das bedeutet, Sie brauchen auch Informationen zu wissen am Anfang. Das ist korrekt. Sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder ist alles neu, wie funktioniert? So funktioniert das nicht. Wie bitte? Sie wollten doch Informationen geben. Nun stellen Sie Fragen. Das entspricht nicht dem, was Sie vorhatten, zu tun. Am Anfang, ich muss wissen, also was für eine Information haben Sie schon, ja? Und damit ich will Ihnen alle weitere Informationen geben. Ohne das, also wie kann ich wissen, was Sie wissen und was Sie wollten wissen, ja? Also. Das ist ganz einfach zu beantworten, denn ich habe keine Informationen. Dann stellen Sie super Fragen. Aktuell noch Informationen. Ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Warum? Können Sie das nochmal sagen? Ich weiß nicht, also wahrscheinlich Verbindung ist schlecht oder mit Ihrem Mikrofon. Mein Mikrofon ist sehr gut. Also, okay. Aber ich danke denke, für die Anschuldigung. Wie bitte? Ich bedanke mich für Ihre Anschuldigung. Okay, aber ich denke, Ihr Mikrofon arbeitet nicht so gut. Ist das normales Handy-Mikrofon oder das andere? Das ist das Mikrofon von meinem Telekommunikationsendgerät. Okay. Wie gesagt, also mit den Kommunikationen zu haben ist sehr schwer. Ich höre Ihre sehr schlecht. Ich versuche es später, okay? Nein. Okay, damit beenden wir. Warum? Deswegen höre ich Ihre Stimme sehr schlecht. Ich habe das schon gesagt. Das ist aber komisch. Andere Menschen verstehen mich am Telefon sehr gut. Okay, normalerweise also, ich verstehe auch andere Menschen ganz gut. Nur mit Ihnen ist es ein Problem. Das zweifle ich an. Aber ich wünsche Ihnen auf keinen Fall einen guten Tag, da Sie zu den Betrügern gehören. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Einen schönen guten Tag. Am Apparat ist wieder Wieser. Spreche ich mit Bastian Voldemort, ja? Ja, Voldemort ist hier am Telefon. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Dankeschön, Ihnen auch. Also Sie haben bei uns registriert und für Onlinehandel Interesse gezeigt. Ich bin Ihre Kontoberaterin vom Finanzmarkt. Wie geht es Ihnen? Mir geht es immer gut. Das freut mich. Also Sie haben bei uns Interesse an Onlinehandeln gezeigt und ich werde Ihnen weiterhelfen, Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder machen Sie es erste Mal? Erste Mal. Aha. Und haben Sie Interesse an Kryptowährungen, ja, wie Sie? Ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag möchten Sie Ihr Handeln aktivieren? Ja. Was ist ja? Ich habe schon entschieden. Okay, und mit wie viel Betrag? Mit 50. Ha, also sehen Sie, Minimalbetrag beginnt mit 240 Euro. Und ich bitte ein bisschen seriös sein. Nein.
Die Dame hat gesagt, ich kann auch 50 nehmen. Die Dame war dumm, einfach. Aha. Mit 50 Euro, Sie können nichts verdienen. Und nun? Sie werden mit null Scheiß erhalten. Aber ich habe doch jetzt extra die 50 Euro gespart. Ah. Sind Sie armselig? Was? Was ist 50? 150. Sogar Menschen in der Straße, die wohnen in der Straße, haben mehr Geld. Was ist 50? Mit 50, was sie machen können? Ich brauche nicht so viel Geld. Ja, das ich kann verstehen von Ihrer Stimme. Sie brauchen nicht so viel Geld. Ja. Aber auf jeden Fall wäre besser nicht armselig sein, sondern reicher Mann. Aha. Aha. Und wie mache ich das? Ja, hören Sie, Herr Voldemort? Ja. Womit beschäftigen Sie sich eigentlich, Herr Voldemort? Was meinen Also in welchem Sie? Bereich sind Sie beschäftigt? Wie meinen Sie das? Ich meine, was sind Sie vom Beruf? Von Beruf? Ja. Zauberkünstler. Künstler? Ja. Ach so, also im Literaturbereich oder in Malerei, was für eine Kunst ist das? Hexerei und Magie. Nochmal bitte? Hexerei und Magie. Magie? Ja. Ach so, und wie können Sie es beschreiben? Was machen Sie in der Magie? Lingardium Leviosa. Im Gardium Leviosa, ja. Harry Potter habe ich auch gesehen. Yeah. Im Gardium Leviosa. Und was für eine Wörter? Was heißt denn das? Was bedeutet im Gardium Leviosa? Ja, dann fliegt alles. Was? Dann fliegt alles. Dann fliegt alles? Ja. Und welche andere Magiewörter kennen Sie von Harry Potter? Von Harry Potter, den mag ich nicht. Nur im Gardium Leviosa. Nein. Mhm. Und hilft es Ihnen zum Beispiel im Leben etwas zu schaffen? Also wenn Sie zum Beispiel in einer schlechten Situation sind, wenn Sie zum Beispiel in einer finanziellen schwierigen Situation sind, wenn Sie sagen im Gardium Leviosa, dann kriegen Sie zu viel Geld? Nein. Nein. Ja, von Ihrem Namen können wir also diese Vermutungen machen, ne? Dass Sie in der Magie also beschäftigt sind. Was ja. bringt denn Ihnen, Herr Voldemort? Und Sie haben auch also Namen von dieser Helden gewählt, Voldemort. Warum denn nicht Harry Potter, sondern Voldemort? Ich mag Harry Potter nicht. Ach so, Sie... Aha... Sie lieben nicht Harry Potter, Sie lieben Voldemort? Nein, ich bin doch Voldemort. Ach so, ich spreche mit Voldemort. Ja. Herr Voldemort, wenn Sie in der Magie beschäftigt sind, ja, also Interesse steht an Magie, was hat Finanzmarkt damit zu tun? Ich kann heiße Luft zum Stinken bringen. Nochmal? Ich kann heiße Luft zum Stinken bringen. Also Sie können zum Beispiel mit Magiewörter für Bitcoin kaufen und mit Bitcoin handeln? Nee. Nee. Eigentlich sprechen Sie so oder sprechen Sie so nur mit mir? Was denn? Wie bitte? Ja. Was ja? Genau. Sind Sie unter Drogen? Nee. Nee, scheint von Ihrer Stimme so. Entweder benutzen Sie Drogen, entweder benutzen Sie Alkohol, weil Sie nicht ganz normal sprechen, Herr Voldemort. Ja. Oder halten Sie uns als unseriös? Nee. Nee, Sie
sprechen nicht normal. Was mit Ihnen, mit Ihnen? Sie sprechen selber nicht normal. Wieso denn? Wie können Sie es erklären? Was klingt in meiner Sprache nicht normal? Ihr Kakerlakendeutsch. Ja, bin ich nicht Deutschin. Und was? Haben Sie sowas dagegen? Kann ich auch sehr hochdeutsch sprechen? Dann bitte. Aber Sie brauchen das nicht, weil Sie sowieso nicht verstehen können. Ja, also mein Hochdeutsch. Hochdeutsch könnte ich verstehen. Ich kann nur das Kakerlakendeutsch nicht so gut verstehen. Hochdeutsch mag ich sehr. Ja, weil Sie selbst, eine Kakerlaken sind, ja? Also die einfach etwas im Leben nicht erreichen kann. Also von Ihrer Stimme ist es zu kennen, dass Sie nur eine Kakerlaken sind. Ja. Ja. Sie sind gar unseriös. Was können Sie denn im Leben erreichen? Bist du gerade nackig? Bist du selbst nackig, Arschloch? Ich liege gerade nackig im Bett. Hallo? Ja. Hallo. Hallo? Ja, was wollen Sie denn? Hallo. Ja, was wollen Sie denn? Guten Tag, ich grüße Sie, Elsa Bjerg ist hier. Ich melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja? Sie heißen Handelsplattform. CX-Trading. Ach so. Es geht um Handel mit Bitcoin, mit Rohstoffe, Aktien. Und warum sagen Sie Ihren Firmennamen nicht richtig von Anfang an? Ich habe von Anfang an auch gesagt. Nee, Sie haben nur gesagt von Handelsplattform oder irgend so ein Kakerlakenscheiß. Aber nicht den Namen. Wie das alte Ding da richtig heißt. Aber nun kannst du ja gar nicht mehr sprechen. Hallo? Ja, hallo. Mich hat gerade so eine Kakerlake zu Ihnen durchgestellt. Okay, und? Ja. Herr Zufall, sind Sie Herr Zufall? Nee. Mit wem spreche ich? Was? Mit wem spreche ich? Na, mein Name ist Rainer Zufall. Rainer Zufall? Ja, aber warum hat die olle Kuh mich weiter verbunden? Ohne was zu sagen. Kann das Vieh nicht richtig arbeiten? Ist sie zu doof oder was? Also sind Sie registriert bei uns, ja? Ja, bei Handelsplattform. Da bin ich registriert, hat die Kakerlake gesagt. Sind Sie Kakerlake? Ja, die andere Tante davon gerade eben, ja, die scheint ein bisschen dumm im Kopf zu sein. Weil die hat mich einfach verbunden, ohne was zu sagen und hat ja nicht mal einen Firmennamen gesagt. Sie sind Kakerlake, also Herr Kakerlake sind Sie, ja? Nein, mein Name ist Rainer Zufall. Ihr seid doch da und die Kakerlaken und der Abschaum. Okay, und warum sind Sie strikt bei uns? Weiß ich nicht, das hat die Tante nicht gesagt. Wer hat das nicht gesagt? Na, die olle Tante, die ihren Namen nicht richtig aussprechen konnte und auch den Firmen nicht gesagt hat. Die am Anfang nur gesagt hat, Handelsplattform! Warum schreien Sie also inzwischen? Ich schrei doch gar nicht. Ich sag doch nur, was die olle Kakerlake gesagt hat. Aha, machen Sie damit Spaß? Nee, ihr ruft mich doch an. Ja, und so können Sie gerade auflegen, warum sprechen Sie nicht mehr? Na, weil die Kakerlakenschlampe mich doch an dich verbunden hat. Okay, und was machen Sie damit weiter? Also, wenn wir jetzt telefonieren, was bekommen Sie damit? Ja, weiß ich doch nicht, was ich davon bekomme. Ihr ruft mich doch an. Dann sollen Sie ein bisschen mit dem Kopf überlegen, ja, bis wann Sie was machen. Habt ihr keinen Kopf zum Überlegen? Muss ich das jetzt auch noch für euch machen, oder was? Sie haben keinen Kopf zum Überlegen? Na, ihr habt ja keinen Kopf zum Überlegen. Aber das also, ist ja... Sie könnten gerade auflegen und unsere Nummer blockieren, wenn Sie weiter nicht mehr auf den Mittel sprechen. Also. Nö, nein. Ihr habt mich ja angerufen und ihr habt ja noch nicht gesagt, warum. Ja, ich habe angerufen. Nein, hast du nicht. Die Tante hat angerufen. Und dann hat sie mich an dich verbunden. Müssen wir ja schon bei der Wahrheit bleiben. Aha. Okay, und jetzt können Sie nicht auflegen? Nein.
Wieso? Warum? Das ist doch unfreundlich, einfach aufzulegen. Ich kann auflegen dann. Nee. Dann bleiben Sie alleine. Wir können uns ja noch ein bisschen unterhalten über Handelsplattformen. Über was? Über die Handelsplattform. Ich hab nicht gehört. Ja. Das könnte an deinem defekten Gehirn liegen. Welche Plattform? Dein Gesicht stinkt. Welches Plattform meinen Sie? Na, dein Gesicht stinkt. .com. Handelsplattform, oder? Ja. Das ist keine Handelsplattform, bitte. Das hat aber die Kakerlake gesagt. Welche? Na, die erste Kakerlake. Nee, das heißt ja die Kakerlaken innen. Und ich bin zweite, oder? Ja, du bist der Kakerlakerich, ja. Und das andere war die Kakerlakenrin. Und zusammen seid ihr alles Kakerlaken innen. Und wer sind Sie? Ich? Ich bin reiner Zufall am Telefon. Wer? Reiner Zufall. Aha. Und sind Sie Kakerlake Nummer 3, oder? Nee. Aber Nummer 4, bestimmt. Fischstäbchen ist man nur mit Stäbchen, weil sonst würde das ja nicht heißen Fischstäbchen. Ah, wo wohnen Sie? Kann ich vorbeikommen? Sagen Sie mir Ihre Adresse. Ich? Können wir dann besser unterhalten. Ja, soll ich die Adresse buchstabieren? Ja. Braunmeier Schweinsteiger Straße 77. Sie haben gesagt, das sollten Sie buchstabieren, nicht gerade weiter sagen, so schnell. Ach so, ein B, ein R, ein Y, ein I, ein G, ein V, ein W, ein G, 77. Und der Start- und Postleitzahl? Ja, 10522 und dann in, hab ich vergessen. Können Sie vergessen, Ihre Adresse, wo Sie wohnen. Na, so heißt doch der Ort. Dann gehen Sie raus und können Sie auf Ihren Briefkasten essen. Auf meinem Briefkasten? Nee. Da steht auf die Briefkasten, ja, oder? Nein. Okay, sagen Sie, okay, jetzt sagen Sie mir die Nummer von Ihrer Mastercard oder von Ihrer Visa-Karte. Wie lautet es? Schauen Sie. Hatten Sie heute schon Stuhlgang? Haben Sie eine Visa oder Mastercard jetzt, ja? Hatten Sie heute schon Stuhlgang? Ja. Und wie war die Konsistenz? Okay, sagen Sie mir die Nummer von Ihrer Mastercard. Er weich oder schon so ein bisschen fester? Bitte? Ein bisschen weich oder fester? Nein. Das tut mir aber leid. Mein Beileid. Es ist kein Problem, ich habe was anderes gesagt. Holen Sie Ihre Mastercard. Ja. Und sagen Sie mir, wie lautet lange Nummer? Welche denn? Welche lange Nummer denn? Lange Nummer. Eine lange Nummer? Ja. Meistens braucht man doch immer eine kurze Nummer, nur so im Büro. Nein, lange Nummer brauchen wir, damit können wir Geld abbuchen. Von Ihrer Mastercard. Und warum? Hören Sie. Ja, warum wollt ihr denn Geld abbuchen? Habt doch keiner erzählt. Weil wir brauchen Geld. Die Kakerlaken brauchen Geld. Ja, was machen die Kakerlaken denn damit? Sollen wir Essen kaufen? Ja. Genau, holen Sie jetzt Mastercard, ich habe alles geklärt. Ja, holen Sie jetzt Mastercard. Ich bin schon auf den Weg in die Mastercard-Abteilung. Nee, Sie sollen mir diese Zahlen sagen, was auf die Mastercard. Ja, ich bin ja auf dem Weg in die Mastercard-Abteilung. Nein, Sie sollen mir sagen, ja. Da. Soll ich mir die ausdenken, oder wie? Genau, Sie sollen mir buchstabieren jetzt. Ja, dann ist es die 4, die 8, B, 7, 9, 8. Nein, Mastercard fängt nicht mit 4. Ja, aber du hast doch gesagt, ich soll mal eine ausdenken. Nein, das ist nicht Mastercard. Ja, aber da muss ich erstmal in die Mastercard-Abteilung gehen. Nein, aber Abteilung brauchen Sie. Die Mastercard können Sie dabei haben. Nein, aber die habe ich nicht dabei. Die liegt in der Mastercard-Abteilung. Okay, dann gehen Sie jetzt. Holen Sie es. Ja. Ich warte. Okay.
Und was macht ihr da Schönes den ganzen Tag? Haben Sie es? Nee, ich muss noch hinlaufen, das ist noch ein bisschen. Was macht ihr da Schönes den ganzen Tag? Das ist eine Sache, das geht nicht innen. Ja? Ihr esst da immer Kekse? Sind die denn mit Schokolade? Haben Sie schon Mastercard? Na, ich bin doch auf dem Weg, nicht so ungeduldig, Kakerlakenvieh. Wie lange brauchen Sie? Na, bis ich sie hab. Okay, dann, ich melde mich nach 5 Minuten, okay? Nein, dann sag ich die Nummer nicht mehr. Okay, dann sagen Sie jetzt gerade, oder? Ich leg's auf. Ja, ich muss doch suchen. Nicht so drängeln. Ich schub's nicht ab, Joghurt im Rucksack. Junge Lady. Haben Sie PayPal? Was ist das? Ist das ein PayPal. Beispiel? Online-Banking haben Sie? Ich sollte doch jetzt in die Mastercard-Abteilung, oder nicht? Online-Banking haben Sie? Was ist das? Online-Banking ist, was Sie haben. Haben Sie Online-Banking? Nee. Braucht man das? Sie sollen es haben. Hab ich aber nicht. Aber wo haben Sie Geld? Haben Sie überhaupt? Ja, auf meinem Bankkonto. Okay, und in dieser und Bank du? Haben hast Sie du da auch? Hast du auch Geld auf deinem Konto? Nein, habe ich nicht. Können Sie mir es geben? Ja. Okay, in welche Bank haben Sie Konto? Wie viel brauchst du denn? In welche Bank haben Sie Konto? In der Sparkasse. Und wie viel brauchst du so? Okay, und haben Sie Online-Banking von Sparkasse? Wie viel brauchst du denn? Haben Sie Online-Banking von Nein, Sparkasse? Nein, habe ich doch schon gesagt, du gehirnloses Kakerlaken-Ding. Wie viel Geld brauchst du denn? 1000 Euro. Ja, so wenig. Genau. Oh Mann, das tut mir aber leid. Wenn ihr schon mit 1000 Euro zufrieden seid, dann muss doch also das Leben echt... Also Handelsplattform. ...armselig sein. Handelsplattform. Ja. Was wissen Sie, worüber es geht? Ja. Okay, sagen Sie mir, worüber es geht? Ne, da kann man Sachen kaufen und verkaufen und da gibt's Prime-Versand also. Und da kann man auch okay, ich gehe jetzt, wir haben keine Zeit für Sie. Und, ich habe keine Zeit. Und, für Kakerlaken habe ich keine Zeit. Man, dann kann man da auch manchmal... Kann man denn, wenn man möchte, kann man denn, manchmal, wenn man möchte, dann kann man auch mal ausreden, aber die Kakerlaken, die lassen einen immer nicht. Du bist Guten Tag, mein Name ist Eduard. Ich melde mich bei Ihnen from Stocks DC. Okay. Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Habe ich gemacht. Wissen Sie, und ich bin hier, Sie zu helfen, dieses Konto weiter aktivieren. Und wenn Sie mehrere Informationen oder Fragen haben, ich bin hier, Ihre Frage zu antworten. Was für Antworten? Wenn Sie Fragen haben, ja. Ich bin hier, Ihre Frage zu antworten. Über unsere Plattform oder allgemeine Fragen. Okay, wer ist die Frau auf dem Bild? Welche Bild, welche Frau? In Chat. Die Emma. Wer ist die Emma? Sie müssen das wissen, weil Sie sehen das, oder? Ja, auf euren Webseite. Ja, was sehen Sie auf unserer Webseite? Emma. Wo sehen Sie das? Unten rechts. Auf dem Chat? Ja. Das ist von dem Chat, von dem Support. Ich bin hier von dem Homburg, ich bin Ihr Homburg-Agent. Ist die Emma nett? Weiß ich nicht. Sie können mit Sie sprechen. Durch den Chat, Sie können das Sie fragen. Nicht, ich weiß ich nicht, ich kenne die Emma nicht. Nee? Nein. Oh. Schade. Warum? Die Emma sieht nett aus. So, Padan. Ja. Vielleicht Sie können danach auch mit Emma sprechen. Weiß ich nicht, was Sie weitermachen. Ist Ihre Entscheidung, oder? Ja. Super.
Sie haben das erklärt. Jetzt. Habe ich noch eine Frage? Bitte. Warum sind da rote und grüne Dinger? Welche? Auf die Seite, in der Mitte. Was machen was die? Was steht dort geschrieben? Das sind so rote und grüne Striche. In der Mitte irgendwo, ja? Ja. Dort steht einfach, was Sie investiert haben, ja? Wenn Sie dort schauen, steht total PL auf dem grünen Gefäß und dann Margin Level auf dem Rot. Aber da ist viel Rot. Viel Rot. Wie bitte? Viel Rot. Ja, fällt nicht. Ist dort. Kaputt? So. Andere Frage? Ja, was kann man denn bei euch da verkaufen? Sie können auf dem Finanzmarkt investieren. Rohstoffe, Sie haben, wenn Sie auf der linken Seite schauen. Da steht verkaufen. Sie können auf der linken Seite sehen. Dem linken Seite, Moment, ja. Sehen Sie Forex, Favorit, Krypto, Commodities, Stocks, Index. Sie können auch mit dieser ganzen Sache arbeiten bei uns. Ja. Okay, wie geht das? Einfach. Erstmal, Sie müssen Ihr Konto aktivieren. Ja. Das zu machen, Sie müssen erstmal eine Mini-Version, sehen Sie oben, steht Ihre, weiß nicht, in welcher Frage haben Sie das, in Deutsch oder Englisch, Ihre Seite? Ist auf Deutsch. Deutsch, super. Dann oben sehen Sie alles nach dieser grünen Balke sozusagen. Sehen Sie dort 0,0 geschrieben, sehen Sie das, ja? Nee. Kapital, 0,0. Nein, ja? Nein. So, das erste Mal, Sie müssen einen Was steht bei Ihnen? Da steht Euro 0,00. Ja, das ist die Kapital. Oben steht Kapital. Ein Kapital? So, das bedeutet, Sie haben kein Kapital in Ihrem Handelskonto. Mit 0 investieren, Sie können 0 potenzielle Profite machen. Okay. Und wie kann ich machen, ganz viele Profite? Wie bitte? Wie kann ich machen, ganz viele Profite? Das kann ich nicht bei Ihnen nicht sagen, das Sie können selbst sehen. Sie wissen, die Finanzmarkt bewegt immer, ist glücklich. Es bewegt, muss ich den suchen, wenn der sich bewegt. Ja, okay, die Mindeststartkapital ist 250 Euro. Sie müssen erstmal diese Einteilung machen, dann Sie können weitersprechen. Das ist aber billig. Ist billig. Machen Sie, was Sie möchten. Kann man da auch mehr? Machen Sie, das ist die Mindesten. Wie geht? So. Mit was möchten Sie Ihre Kontokarte? Visa oder Mastercard? Was für eine Kreditkarte haben Sie? Ich habe eine Sparkassen-Knacks-Club-Karte. Okay, dann ich spreche mit meiner Kollegin, so Sie können bei Ihnen später melden. So Sie können alles mit Sie machen. Nee, dann nehme ich die Visa-Karte. Okay, bleibt die gleiche Geschichte dann. Was? Okay, bis später dann, Herr... Nein, okay? Später bin ich weg. Ich fahre weg. Super, dann melde ich mich morgen, wenn für Sie alles passt. Nee, da bin ich doch dann weg. Super dann. Nee, jetzt müssen wir das fertig machen, weil ich fahre doch erstmal weg eine Weile. Ah, super. Dann nehmen Sie die Visa-Karte, dort wählen Sie auf dem rechten Seite Einzahlung, drücken Sie auf die Einzahlung, stellen Sie die Startkapital und dann Ihre Daten und das war's. Wie geht das? Auf dem rechten Seite steht die Einzahlung geschrieben. Ah ja, da geschrieben in der Ecke, okay. Ja, ganz genau. Und dann ich drücken muss was? Sie muss dort einfach lesen und Sie können alles dann machen. Sie können durchlesen einfach, oder? Und warum rufen Sie dann an zum Helfen, wenn Sie nicht helfen? Ich dachte, Sie lesen mir das vor. Ja, warten Sie kurz. Ich kann warten. Hallo? Hallo? Hallo, schon guten Tag. Guten Tag, junge Frau. Mein Name ist Max. Ja. Ich bin die Manager hier. Ich wollte Ihnen helfen, weiter zu aktivieren.
Okay. Die Konto. Was sehen Sie gerade? So eine Seite mit so grüne und rote Streifchen. Mit grüne und rote? Streifchen. Okay, Sie muss sehen mit blau, nicht mit grüne. Da sind grüne und rote Streifchen. Ah. Okay, aber Sie muss sehen mit blau sein, nicht mit grüne. Wo kann man das umstellen? Was sehen Sie links oben in die Ecke? Auf welcher Seite war links? Links, ja, links oben. Was sehen Sie? Da ist ein Burgermenü. Ein Burgermenü? Nein. Sie muss sehen etwas, ein Logo. Na, so ein Kreis mit drei Striche. Nein. Doch. Sind Sie falsch? Ja. Sind Sie falsch? Das ist aber die Seite, die aufgegangen ist. Steht irgendwo Stocks DC? Ja, daneben. In daneben? Okay. Neben dem Burgermenü mit dem Kreis, wo die drei Striche drin sind. Mhm, okay. Und direkte Seite in die Ecke, was sehen Sie? Da ist unten eine Frau, die Emma. Nein, 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 ganz oben. Meine. Ach so. Da ganz oben steht Einzahlung. Einzahlung. Drücken Sie einfach Einzahlung. Und sagen Sie mir, was kommt weiter. Dann kommt da ein kleines weißes Fenster. Und Aha. Da steht drauf Error 404. Die Seite ist nicht vorhanden. Wenden Aha. Sie sich an den Administrator des Servers. Mhm. Welche Browser benutzen Sie? Was? Was für Browser benutzen Sie? Browser. Bei Super Mario den Browser? Was? Nee. Was für Browser benutzen Sie? Ja, für Internet. Browser ist doch bei Super Mario. Wie Super Mario? Gibt's keine Super Mario Browser? Doch, bei Super Mario gibt's Browser. Ja, bei Super Mario gibt's Browser, ja? Ja. Okay, Sie spielen mit Super Mario, oder was? Manchmal. Ah, okay, das ist gut. Können wir weiter spielen? Ja, aber jetzt ja nicht. Jetzt versuche ich ja hier das mit dem Machen, aber das geht nicht. Ja, natürlich, weil mit Super Mario spielen, natürlich geht das nicht. Ja, das geht, aber... Denken Sie, ich bin dumm, oder was? Weiß ich nicht. Ich kenne Super Mario nicht. Sind Sie das? Nein, ich bin kein Dummer. Na, sehen Sie. Okay, viel Spaß damit. Und mit wo, Super Mario. Und wo muss ich jetzt drücken? Gar nichts. Mit dem Super Mario. Gehen Sie bei die Konsole und spielen Sie mit Super Mario. Nee, ich will doch hier das mit den Kerzen und den... Lassen Sie das alles. Gehen Sie bei Super Mario. Aber... Ist besser so. Aber ich will doch mein Taschengeld da benutzen. Nein. Besser nicht. Warum? Spielen Sie mit die Super Mario weiter. Warum? Weil ich besser so. Nee, ich will... Mit Super Mario über Konsole geht das besser. Nee. Haben Sie auch eine Fenster vielleicht dabei und mit die Konsole zu spielen, ja? Wo soll ich den Fernseher dabei haben? Bei Super Mario, ja? Oh. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Tag noch weiter. Und was machen wir jetzt? Hallo? Schönen guten Tag. Ich möchte gerne mit Gerold Steiner sprechen. Ja? Grüßen Sie, Herr Steiner. Ich melde mich von Bitcoin Profit. Mhm. Sie haben sich bei uns angemeldet, gerade eben, vor ein paar Minuten. Und ich werde Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto richtig zu aktualisieren, okay? Habe ich da was? Haben Sie etwas falsch gemacht? Was denn?
Also, ein Teil von der Registrierung haben Sie schon gemacht und ein anderer Teil bis zum Ende zu erledigen, brauchen Sie einen Kontomanager. Aha. Toll. Ich höre meine Stimme, Herr Steiner, und deswegen ist es ein bisschen unbequem, mit Ihnen zu reden. Ja, ich mag Ihre Stimme auch nicht. So, Herr Steiner, haben Sie Erfahrung im Bereich? In welchem Bereich denn? Es geht um Handeln, es geht um Trading, Herr Steiner. Um Training? Ja, um Handeln. Um Handeln, ja, da kenne ich mich mit aus. Wie ich sehe, Sie sind gerade eben online. Nö. E-Mail-Adresse, warte mal kurz, mir ist mein Fischstäbchen runtergefallen. Wie bitte? Warte kurz, mein Fischstäbchen ist runtergefallen. Na, wohin ist Ihr Fischstäbchen runtergefallen? Direkt in Ihrem... Auf die Fußboden. Ich muss das mal erstmal aufheben. Ja, nehmen Sie alles und stecken Sie irgendwo. Hab ich gemacht. Haben Sie schon gemacht. Jetzt fühlen Sie weiter. Sich besser wahrscheinlich, ja? Jetzt können wir weitermachen. Ja. Ich hab das Fischstäbchen Fischstäbchen, ja. Möchten Sie über Fischstäbchen handeln? Kann man sowas machen? Ja, natürlich. Ein Fischstäbchen auf dem Finanzmarkt kostet ungefähr 42.000 Euro. Okay. Und mit der Unterschied zwischen den Preisen können Sie ganz gut profitieren. Würden Sie sich damit interessieren? Klingt interessant. Mhm. Sehr schön. Herr Steiner, eine kurze Frage. Welche Kreditkarte haben Sie? Ist es eine Visa oder ein Master? Ein Visa. Eine Visa-Karte. Holen Sie bitte Ihre Visa-Karte. Wahrscheinlich Bank ist Fischstäbchenbank, ja? Von Fischstäbchenbank haben Sie diese Karte. Nee, das ist die Berliner Sparkasse. Von Sparkasse ist die Karte. Holen Sie die Karte und schauen nach, bis wann Ihre Karte gültig ist. Ja, kleinen Moment. Ich gucke mal neben dem Maiskolbendreher, da liegt die Karte. Mhm. Monat und Jahr. So, dann den Nummer? Genau. 924. 0924. Ja. Aha, September. Im September macht man sehr schöne Fischstäbchen, wissen Sie es, ja, Herr Gerold? Nee, Fischstäbchenzeit ist doch im Sommer. Im September und im Oktober ist es beste Fischstäbchen auf der ganzen Welt. Okay. Sie sehen auf Ihrer Kreditkarte lange 16-stellige Nummer. Ja. Was ist die Zahlen? 40-24-00-71-01-13. Einen Moment, ich bin nicht so schnell wie Ihr Fischstäbchen, ja? 40-24-09. Dann? Nee. 40-24-00-71-01-13-07-62. Letzte drei Zahlen von Rückseite, neben Ihr Unterschrift. 189. 189, ja? Ja. Okay. Warten Sie ein schönes Fischstäbchen Minuten, bitte. Ja. Danke sehr. Okay. Kleiner Heide. Achso, ja. Was war Ablaufdatum? Der, Monat und Jahr? 924. 924. Und die lange Nummer? Welche? Lange 16-stellige Nummer.
44, 85, 10, 30, 58, 79, 07, 16. Okay. Wissen Sie was? Die Zahlen, Hassfunktion ist und von der Kreditkarte ist 250 Fischstäbchen abgebucht. Ja. Und ich gratuliere Ihnen und Sie können jetzt diese 250 Fischstäbchen in Ihrem Arsch reinstecken und der. Aber dann ist doch alles krümelig. Wegen die Panade. Ja. Feststecken, ja? Herr Steiner, feststecken. Okay, und dann? Damit es raus nicht kommt, okay? Okay. Auf keinen Fall. Kannst du ich helfen? Wünsche Ihnen viel Erfolg, ja? Aber du mit musst mir dabei helfen. Ja? Wer ist am Telefon? Der Wilson. Hallo? Meine Liebe. Ja. Wie geht's? Ganz gut. Da freut mich. Hab ja schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich war ein bisschen krank. Oh, schon wieder? Ja, wieder. Aber nicht Corona. Doch, Corona. Ach du Scheiße. Und? Ja. Wie war's so? Zwei Wochen einfach. Ich habe nicht so viel gegessen. Ich war wirklich nicht sehr gut. Naja. Aber jetzt, ich bin wieder in meinem Büro zu arbeiten und Trading machen für die Kunden. Naja. Ja. Was ist los mit Sie? Och, nichts Besonderes. Du bist nicht sehr gut. Du bist vielleicht nicht im besten Tag. Ach, es geht. Ist ja bei uns ein bisschen Schneewetter heute und so. Ja. Ah, du bist mein Lieber, wirklich. Ich liebe dich so viel, so viel. Ja. Die anderen YouTuber, die beleidigen dich ja immer, habe ich mitbekommen. Wirklich? Ja. Ja, können wir das machen? Nee, beleidigen ist scheiße. Warum? Ja, macht man doch nicht. Hast du nicht mehr eine Channel in YouTube? Ja, ich hab doch auch einen, ja. Aber wie heißt dieser Channel, Mann? Na, den musst du suchen. Ja, sag mir, wie? Nee, sag ich dir nicht. Du bist eine Schiebe, Mann. Ja, weiß ich. Aber dadurch, dass es ja mittlerweile so viele unzählige Videos von dir gibt, wird's, glaube ich... Ich habe einen neuen Freund. Ja. Ja, ja so viele... der heißt Jansson. Was? Jansson? Jansson. Aha. Aha. Der kommt von Russland. Ja, und ich komme auch von Moskau schon. Aber ich liebe diesen Mann. Vielleicht da ist besser als sie. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß das. Weil du bist mein Freund, der ist auch mein Freund. Ach so. Ja. Sehr interessant. Du bist... ich liebe dich, ja, wirklich. Aber ich liebe mehr, Herr Jansson. Ach so, ja, kann man ja aufteilen. Da liebt Hunde. Wie Ihnen die Katze oder was ist. Da nimmt auch zu viel Drogen oder ich weiß nicht was, hat der mir gesagt, ich nehme Kokain oder... Ja, das denken die Leute bei mir im Chat auch immer, dass du entweder besoffen bist oder zu viel Drogen genommen hast. Nimmst du auch Drogen, also Marihuana oder Koks? Ach, das dürfen wir doch auf YouTube gar nicht so veröffentlichen. Du bist ein guter Mann, wirklich. Ich bin jetzt dein bester Mann in dieser Welt, wirklich. Ja. Wann ich höre ihre Stimme? Und wenn ich bin, also müde oder etwas so, ja. Aber ich höre Gerald Steiner im Apparat und ich habe eine Lust. Ja, klingt auf jeden Fall da entspannt bei euch im Callcenter. Ich kann mit Ihnen reden, Herr Mann. Ja? Und wie hat Ihr Channel gelöst, also die YouTube-Channel? Was ist mit dem Channel?
Also hast du einen YouTube-Channel, oder? Ja. Lügst mir vielleicht? Was? Nee. Ah, okay. Also, wann war die letzte Video? Was haben Sie für YouTube gemacht? Da kommt doch jeden Tag bei mir ein Video. Jeden Tag? Jeden Tag, 7 Tage die Woche, ja. Ah, das ist super, Mann. Und was für ein Video machst du? Na, über die Betrüger aus dem Callcenter. Nochmal wieder? Über die Betrüger aus dem Callcenter. Was ist Callcenter? Naja, da wo ihr so sitzt. Also ein Raum mit vielen Telefonen und Mitarbeiter, die Telefone bedienen. Das ist ein Callcenter. Nee, Mann. Ist das was anderes, die Callcenter? Ja, was denn? Ich denke, es sind die Betrüger oder was so, was arbeiten mit so vielen Leuten mit diesem Callcenter und... Da kommt ja nicht auf die Menge der Mitarbeiter zu an. Ich bin so auch wie mich. Bei euch sind ja bloß 3 oder 4, aber dann ist es halt ein kleines Callcenter. Naja, du kannst nicht ein Callcenter haben mit 3 oder 4 Personen. Klar. Wir sind die beste Unternehmen. Das Beste. Ja, BugFX Trade. Ja, und wer sagt das? Hm? Wo steht denn das? Das steht in London. Aha. In London. Ja, natürlich. Mhm. Aber ihr sitzt ja nicht in London. Nein, wir sitzen in Frankfurt. Nee, da auch nicht. Und in Leipzig, ja, Mann. Gar nicht. Wo meinen Sie? Ja, glaube ich nicht. Aber du bist ein schlauer Mann, du kannst etwas meinen. Mhm. Du kannst etwas denken. Hm. Ja, sag mir, wo meinen Sie wirklich? Welches Programm nutzen ihr eigentlich zum Rufnummern spoofen? Machst du Spaß? Nee, aber du rufst ja mit einer gespooften Rufnummer an. Also so, wir sind die Zentraline, Mann. Hm. Wir haben so viel Arbeit und sowieso die Unternehmen einfach hat eine gleiche Nummer. Ja. Naja, aber bei dir steht ja jedes Mal eine neue Nummer im Display und zurückrufen kann man sie ja auch nicht. Natürlich, weil wir sind eine Zentraline. Ja, aber deswegen muss man ja die Nummer zurückrufen können. Wollen Sie das nicht, oder? Hm? Was? Wollen Sie das nicht, oder? Was Methode? Also, wo Sie können zurück anrufen. Ja. Aber Sie müssen Geld anzahlen, dann war. Nee, Geld zahle ich bei euch nicht ein. Das ist ja dann nur weg. Da kauft sich ja bloß irgendeiner von euch einen neuen Porsche. Es kostet im Monat 2000 Euro, Mann. Was denn? Ja, wenn Sie wollen mit mir reden. So, nö. Klappt doch auch kostenlos ganz gut. Aber wir sind schon Freunde, Mann, und du willst mit mir reden. Ja, bringt ja Klicks. Willst du mit Elena reden? Ja, die Elena hat dich ja schon dran, die kann ja kein Wort Deutsch. Ja, sie kann Deutsch, aber ich habe mit sie einfach Spaß gemacht. Ach so. Ja, sie können nur 30 Sekunden mit Elena reden. Ja, dann gib mal Elena. Hallo? Ja, hallo Elena. Hallo, Gerald. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und euch da so im Callcenter? Ich freue mich sehr. Bitte nochmal. Wie geht's bei euch so im Callcenter? Was heißt das denn? Wir sind keine Callcenter. Kein Callcenter? Nein. Was denn dann? Wer hat das gesagt? Ja, ich. Ich bin ein privates Finanzberater. Was heißt das denn? Wir sind keine Callcenter. Wo kommt dann denn? Ach so. Ich melde mich von Bank Basic Straight. Ja, weiß ich. Ja. Ja. Wieso haben Sie das so gedacht? Ja, weil ja, letztendlich habt ihr ja den Datensatz von mir auch von so einer Betrügerwerbung aufgekauft. Ja, wir haben so viele Leute geholfen, in sehr schlechter Situation. Weil wir sind gegen Betrüger irgendwie. Ach so, ja gut, so kann man das natürlich auch sehen.
Möchten Sie auch Ihre Geld wieder zurück in Ihr Bankkonto haben? Nö, ich habe ja kein Geld eingezahlt. Haben Sie nicht? Nö, aber ich unterhalte mich so immer mit dem Wilson, der ist ja ganz nett. Aha, oder möchten Sie mit mir gerne arbeiten? Das heißt so, kann man mit einem kleinen Kapital anfangen. Ich gebe Ihnen Informationen und dann machen wir Profite. Wenn Sie Profite machen, dann ich komme zu Ihnen. Sie können mir leid, also gerne ein Glas Wein. Ach, ihr macht Hausbesuche? Hausbesuch. Wenn Sie so gut bist und natürlich sehen Sie gut aus, auch nicht? Ja, ich denke schon. Ja, kann ich mal ein Bild von Ihnen haben? Nö. Nicht? Nee. Also ich mag Ihr Stimme sehr, sehr gerne. Ja, das höre ich erst dann. Ja. Danke. Ja. Geld? Mhm. Können Sie bitte überlegen, ob Sie hier arbeiten möchten? Ob ich bei euch arbeiten möchte? Ja, ja, also mit mir, meine ich. Nee. Warum denn nicht? Wie viel verdient man denn da bei euch pro Stunde? Pro Stunde? Es geht nicht an Stunde. Okay. Es geht jeden Tag. Es kommt darauf an, wie viel, was macht der Marktbewegung da? Aber es kommt darauf an auch, mit welchem Startkapital anfangen Sie ja wohl. Ja, und wie viel kriegt man so als Mitarbeiter pro Stunde? Mitarbeiter pro Stunde? Ja. Nein. Nee. Was ist das denn? Warum haben Sie so alles wieder im Kopf? Weiß ich nicht. Ich gebe Ihnen Informationen, machen Sie zusammen eine Kostenlastregistrierung, direkt danach. Okay, nehmen Sie einen Startkapital mit mir und lassen Sie jeden Tag ein Schwestermin zusammen. Die Profite dann. Lassen Sie voll das Geld in Ihrem Bankkonto. Ja, aber du musst dein Mikrofon mal ein bisschen vom Mund wegmachen, das pustet so sehr. Ach so, und jetzt hören Sie mich besser. Jetzt ist es wieder besser, ja. Ah, also, okay, super. Mhm. Ja. Dann, gut. Sind Sie jetzt zu Hause, wenn ich fragen darf? Ich bin zu Hause, ja. Da bin ich meistens. Gut. Haben Sie einen Computer dabei? Einen Computer kann man ja nicht dabei haben. Einen Laptop hat man dabei oder ein Handy. Ein Computer, der steht ja fest. Den kann man ja nicht dabei haben. Okay, aber Laptop reicht mir. Einen Laptop habe ich nicht mehr. Ich habe nur einen Computer stehen. Computer stehen? Ja, der steht. Können Sie anmachen, bitte? Der ist schon an. Der läuft eigentlich immer. Okay. Gehen wir zusammen in Google Chrome, zeige ich Ihnen was. Und dann? Ja, und dann zeige ich Ihnen. Ich mag nicht etwas Schlimmes für Sie, Gerald. Ja, und eure Seite kenne ich ja schon, Bank of X-Trade. Da habe ich ja schon, weiß ich nicht, 20 oder 30 Konten. Naja, ich kann Ihnen etwas zeigen von unserer Bank. Und dann können Sie gerne mit mir eine kostenlose Registrierung hinterlassen. Direkt danach können Sie Startkapital mit mir anfangen und natürlich werden wir zusammen Profite erreichen. Das ist auch unser Ziel, ne? Ich mach mal einen Tor-Browser auf, Moment. Ja. So. Ach, das installiert erstmal Updates, Moment. Okay. So. Wo soll ich denn drauf gehen? Okay, verwenden Sie Anydesk oder TeamViewer? Nee, Anydesk installieren wir nicht. Wieso nicht? Ja, ist ja Remote Desktop Software. Das hat ja nichts mit Bankgeschäften zu tun. Sowas macht man nicht. Sie können noch mal installieren, Gerald. Nee. Warum denn nicht? Ich nutze VNC und Remote Desktop. Wie gesagt, Gerald. Ich möchte gerne mit Ihnen arbeiten. Ich würde Ihnen jede Informationen weiterleiten. Und wir müssen auf jeden Fall in Verbindung zusammen sein. Deshalb brauche ich Ihre Anydesk. Ach so. Ja, und magst du eigentlich den Wilson? Den Dennis? Nochmal? Magst du Dennis? Ja, sehr meinen Sie. Na, den Wilson. Ja. Ja? Er ist ein guter Junge, der mag viel Spaß mit Kunden, aber trotzdem
Der kann sehr gut arbeiten. Der ist ein Experte in dieser Richtung. Ach so. Ja. Ja. Ja, der Wilson, der, den hören ja die Zuschauer ganz gerne. Nochmal bitte? Ich sage, den Wilson, den hören ja die Zuschauer ganz gern. Nur dich kennen sie noch nicht, aber das ändert sich ja jetzt. Ja, ja, wir kennen uns. Also, ich brauche jetzt einmal schon ihre Zeit oder ihre Vertrauen. Dann werden wir zusammen mit einem Festtermin jeden Tag. Jeden Tag? Ich werde Ihnen alles erklären, Gerold. Mhm. Okay. Haben Sie eine Desk schon? Nee. Haben Sie noch nicht installiert oder was? Mhm. Okay, dann warte ich noch. Worauf denn? Ich installiere doch gar kein Anydesk. Wieso nicht, denn, Gerold? Ich werde die ganze Zeit für Sie. Naja, denn, weil sonst seht ihr ja die ganzen Nucky-Dye-Fotos von dem Wilson. Oh mein Gott, nee, das würde ich nicht mal anschauen. Ich möchte gerne, wie gesagt, ein paar Informationen über unsere Plattform, unsere Bank, wie wir arbeiten, ob sie dann zufrieden wären mit uns oder nicht. Naja, wie ihr arbeitet, das habe ich ja schon rausgefunden. Nochmal? Ich sage, wie ihr arbeitet, das habe ich schon rausgefunden. Anydesk sagt ja eigentlich alleine schon alles. Gerold, bitte, ja. Weil ich habe auch in 20 Minuten einen Termin. Deshalb, ich bitte Ihnen, Ihre Anydesk bitte zu installieren. Ja? Ja. Was macht denn der Wilson gerade so? Was macht er? Okay. Der Wilson, was macht denn der gerade? Der ist mit einer Kunde, hat einen Termin gerade, deswegen war ich für sie hier. Ach so. Und der Wilson hat jetzt einen genesenen Schein? Welchen Schein? Na, der Wilson hatte doch Corona. Ja, hatte gehabt, aber jetzt ist alles in Ordnung, Gott sei Dank. Ja. Der ist wieder ins Büro. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich wieder eine neue Anmeldung machen muss, weil ich habe schon wieder so viele Telefonate dazwischen aufgezeichnet. Nee, nee, wenn Sie jetzt mit mir arbeiten, dann mache ich alles überall an Sperrung. Dann werden Sie keinen Anruf mehr bekommen, Gerold. Ja, das hat ja der andere Mann da schon bei euch im Callcenter versucht. Mit dem habe ich mich auch schon unterhalten. Ja. Und der hat es auch nicht geschafft. Gerold, bitte, Sie müssen das nicht so denken. Callcenter. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, wir sind privat. Mhm. Wir haben eine Plattform und wir werden zeigen, ob Sie dann wirklich mit uns zufrieden sind oder nicht. Wenn nicht, dann können Sie Ihre Kapitalauszahlung lassen und das war's. Ja, aber geben Sie mir eine kleine Chance, zu zeigen, bitte, Gerold. Also, lassen dass Sie das privat sein, die Theorie, weil Callcenter ist alles laut und ist nicht so wie bei uns. Ja, das haben wir schon festgestellt, dass ihr wahrscheinlich privat seid. Das haben wir auch rausgefunden, ja. Ja, wir sind privat. Mhm. Ja. Gerold, haben Sie bitte Ihr Anydesk installiert? Nee. Ja, dann machen Sie bitte, ja? Nee, ich installiere kein Anydesk. Können Sie dann parallel eine Registrierung hinterlassen? Noch eine? Ich habe doch schon so viele. Nochmal bitte? Na, ich habe doch schon so viele Registrierungen bei euch. Na, bei uns haben sie nicht. Doch, unter dem Namen Kleine Katze, Klaus Thaler, Gerold Steiner, ist doch alles schon da. Wo ist Wilson? Haben wir auch. Aha. Dennis Wilson, damit habe ich mich auch schon angemeldet. Gerold, ich wollte Ihnen auch etwas Goldes empfehlen. Ja. Aber ich sehe jetzt gerade, weil wie gesagt, der hat einen Festtermin jetzt gerade und ich wusste nicht. Aber ich schaue jetzt in mein System, es steht eine Registrierung für Sie. Mhm. Gerold, wirklich jetzt ohne Spaß, weil meine Mitarbeiter macht auch sehr viel Spaß mit Ihnen. Deshalb, aber ich kann Ihnen wie eine Finanzexperten in dieser Richtung. Müssen Sie mit mir arbeiten. Sie können gerne anfangen mit 1.000 Euro. Gebe ich Ihnen einen Bonus dazu und werden wir zusammen direkt mit dem Bitcoin. Okay? Aha, okay. Nee. Und
Cyber, ich kein Geld ein. Haben Sie eine Master Visa Card oder verwenden Sie Online Banking? Ich habe eine Visa Card und Online Banking habe ich auch, ja. Online Banking haben Sie auch, also. Okay, Gerolisch, kann ich Ihnen jetzt in Ihre E-Mail die Bankdaten senden und machen Sie bitte selber, weil bei uns ist verboten. Auch wenn Sie im Fall eine Anydesk verwenden, wenn Sie eine Zahlung an Online-Banking oder Master oder Visa Card machen, bei uns ist das nicht erlaubt. Was ich machen kann, ich kann per E-Mail die unsere Bankdaten senden und dann können Sie dann eine Online-Banking über Ihre PC tätigen. Ja, kann ich das? Okay, Gerold, wie lautet bitte Ihre E-Mail-Adresse? Na, habt ihr da keinen Computer? Ich weiß das nicht, ich muss anschauen. Ist das E-Mail-Adresse, wo die Registrierung hinterlassen haben? Na, kommt drauf an, bei welcher Registrierung. Ich habe ja so viele hinterlassen. So, Sie haben Elena, dann Wilson, dann einmal mit Katze, aber wir wissen noch nicht, welche E-Mail-Adresse ist korrekt und seriös bei Ihnen, Gerold. Na, seriös sind die alle nicht. Ja, deswegen frage ich doch. Ach so, ja. Ja, dann guck mal da, wo mit M, hier, was mit MDCC-Fan steht. Mit dem? MDCC-Fan. MDCC? Ja. Da bekommen Sie dann jetzt, wenn ich in ein paar Sekunden die Bankdaten sende, ne? Soll ich da gleich mal reingucken? Ja, bitte. Moment. Dann gehe ich erstmal zum Computer. Gerold, bitte, können Sie für mich buchstabieren, Ihre E-Mail-Adresse? Na, das ist ja, also was vorne steht, ist egal und dann @mdccfun.de. Gerold, bitte, ich brauche eine E-Mail-Adresse und keine CD, Na, das ist doch meine E-Mail-Adresse. Ja, wie lautet denn Gerold wirklich, ne? Ja, zum Beispiel gerold.steiner@mdccfun.de. Gerold.steiner@ und dann MD. MD. Ja, ein ja. C und noch ein C. Zweimal C. Ja. Okay. FUN.de. FUN. Also Fun. Ja, genau. Punkt. De. De. Mhm. Okay. Ich kann Ihnen jetzt die unsere Bankdaten senden und ich melde dann gleich bei Ihnen, also in 10 Minuten vielleicht. Ist das in Ordnung? Na, ich kann auch so lange dranbleiben. Haben wir ein längeres, dann? Na, dann haben wir ein längeres Video. Also bleiben Video. Sie dran. Ja. Schon geschickt? Okay, eine Sekunde bitte. Also gerold.steiner@mdcc. Dann? FUN.de. EUN. Nee, FUN, also fun.de. Fun, ja. Also FUN, fun. Ja. .de, okay. Ja. Na? Ja, Entschuldigung bitte, weil ich habe eine E-Mail für Sie vorbereitet, deswegen habe ich aufgelegt. Ach so. So, schauen Sie mal bitte ganz kurz in Ihre Posteingang. Ich habe gerade eine E-Mail gesehen. Ja, von Dennis Wilson, das steht schon. Von? Dennis Wilson. Ja, richtig. Genau. So, das sind die Bankdaten. Ja. Bankname Ovid Global Limited. Richtig. Ja, und bei der IBAN, warum steht denn hinter der 5 noch ein E?
Schauen Sie bitte nochmal. Ja, IBAN steht da LI68088110103471 und dann kommt Y, dann 015E. Also ich wiederhole, die Banknamen ist Ovid Global Limited, ja. IBAN, LI, ja. 68088. Ja, und dann, ja. Ja, aber warum? 110. Ja. 103471Y015E. Und seit wann gibt's denn IBAN-Nummern mit Buchstaben dazwischen? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist kein Problem. Aber seit wann gibt's denn das? Das ist eine IBAN-Nummer. Das hat die Bank. Die haben das nicht. Das ist der Bank Ovid Global Limited. Mhm. Und dann haben sie BIC. BFR, Verwendungszweck, Transferfonds to Ovid Global Limited. Okay? Ja, habe ich da stehen. Aha. Das ist länderspezifisch mit den Buchstaben. Das ist ja lustig. So, in Liechtenstein habt ihr die Bank. Hallo? Helena? Kuckuck. Jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Dann lege ich jetzt auf. Vielleicht meldest du dich ja nochmal. Oder der Wilson. Ist egal. Ja, genau, sorry. Weil ich habe einen wichtigen Anruf bekommen, deshalb. So. Sind Sie schon bei Online-Banking? Nö. Okay, dann öffnen Sie bitte Ihr Online-Banking in der Zeit. Ich kann Ihnen helfen. Wobei denn helfen? Bei der Überweisung. Ich habe jetzt gerade gesendet, die Bankdaten. Ja. Gerollt. Ach so. Aber ich überweise doch an euch gar kein Geld. Nicht an uns. Sie wissen ganz genau, das sind Bankdaten von der Bank. Das steht nicht Elena oder Dennis. Nö, das nicht, aber es gehört ja zu eurer Firma, ist das Gleiche. Nee, das ist nicht Gleiche. Das Geld sind erst einmal in der Bank und der Bank transferiert dann in ihr Kapital, wo sie uns arbeiten können. Aha. Das ist nicht für uns. Wie gesagt, Gerold, bisschen seriös bitte. Weil Dennis macht auch ein bisschen Spaß mit jeder Kunde, ne? Ja. Der lacht gerne, der macht Spaß. Aber Sie müssen 1% vertrauen an mich. Und mein Name ist Regina. Regina Conti. Ich dachte Elena. Helena, ja, so ruft der Dennis mich an, aber ich bin keine Helena. Sag ich Ihnen alles ehrlich, ne? So. Weil Sie bekommen auch gleich, Sie werden auch meine E-Mail. Ja, aber der Dennis sagt immer, der bekommt einen Blowjob von dir. Bitte jetzt, ja. Sagt der, wirklich. Kannst du auf YouTube nachhören. Gerold, bitte. Das mit mir gehen Sie ein bisschen seriös. Weil der Dennis, der macht Spaß mit Kunden, ist ganz andere Situation. Ja. Also, Sie haben fest eine Registrierung bei uns. Sie haben per E-Mail Ihre Bankdaten bekommen. Und bitte, wenn Sie mit mir arbeiten, seriös, möchten, dann machen Sie die Überweisung mit Online-Banking in Wert die 1.000 Euro. Direkt danach gebe ich Ihnen einen Bonus und arbeiten wir zusammen mit dem Bitcoin in Ordnung. Aha. Sie können gerne den Beleg von der Überweisung beim die E-Mail-Adresse von Dennis. Kein Problem. Warum denn? Wie, warum denn? Wozu brauchten ihr da einen Beleg? Seht ihr doch denn auf dem Konto, oder nicht? Nee. Den Beleg von der Überweisung. Ja, aber wozu? Aber wirklich, Herr Gerold, ja. Ich habe mit Ihnen schon klar gesagt, wir sind hier am Arbeiten mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Ich habe empfehlt für Sie direkt Bitcoin. Wir arbeiten mit Kryptowährungen, Rohstoffe, Forex, Index, Aktien und so weiter. Deswegen bitte, lassen Sie bei dem Dennis. Dennis macht viel Spaß mit Kunden, ne? Aber der ist auch Experte in dem Bereich. Experte? Ja. Mit Alkohol und Kippen auf Arbeit. Nee, der trinkt keinen Alkohol. Und keine Zigaretten, hier ist alles verboten.
So, aber er raucht ja mal beim Sprechen, hört man ja auch. Nee, der raucht nicht beim Sprechen. Nee? Der macht Spaß mit ihm. Ach so. Hier ist alles verboten. Gerold, ich habe gleich einen Termin, bitte, ja? Schon wie wieder. Gesagt, Sie haben jetzt alles von mir. Und machen Sie eine Überweisung und werden wir. Dann werden Sie mir glauben, innerhalb von 2 Wochen. Lass mich ein bisschen Profit für Sie tätigen. Und dann können Sie eine Auszahlung tätigen. Direkt danach. Ich habe gerade eure Facebook-Seite gefunden. Unsere Facebook-Seite? Ja. Sie haben keine Facebook-Seite. Nicht? Weil hier nee. Ist, auf Facebook gibt's Bank FX Trade. Nein. Nee, dann ist das irgendwer anders. Vielleicht ist was anders, aber wir haben kein Facebook oder so. Gerold, ich melde mich in einer Stunde wieder, ja? Alles klar. Für die Zeit vorbereiten, danke Ihnen. Bis später, tschüss, auf Wiederhören. Tüdelü. Tschüss. Hallo? Mhm. Guten Tag, ich spreche mit Herrn Schmiedeldonner. Ja. Guten Tag, Herr Schmiedeldonner, hier spricht Ivan Malkovic. Ich bin Ihr Ansprechpartner bezüglich Onlinehandel auf dem Finanzmarkt. Sie sind bei uns als Kunde angemeldet bei Bitcoin Profit. Aha. Und haben einen Handelsplatz reserviert. Ich könnte sie leider nicht erreichen, ja, bis jetzt. Und ich soll Ihnen also bei der Aktivierung des Handelskontos helfen und weitere wichtige Informationen mitteilen. Haben Sie jetzt kurz Zeit zum Sprechen? Ja, um Sekündchen habe ich Zeit. Okay, sehr gut. Als nächstes bedanke ich mich für die Interesse, ja. Und ich wollte nur mal fragen, ob Sie schon Erfahrungen auf dem Finanzmarkt haben. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ich habe mal geguckt, was so da los ist. Also, ja, habe mich halt mal überall angemeldet. Sehr gut. Bei uns werden Sie also ja in allen Hinsicht sehr gut unterstützt. Das heißt, sowohl technische Seite als auch informative Seite. Sie werden einen Finanzexperten bekommen von ganz persönlich, weil neue Kunden bekommen eine volle Unterstützung. Damit schon am Anfang also alles richtig läuft und wir Fehler vermeiden. Ja, also auf dem Finanzmarkt, das ist sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel die Informationen von neuester Lage und aktuelle Lage auf dem Markt rechtzeitig bekommt, neueste Impulse rechtzeitig bekommt. Und von dieser Person bekommen Sie das alles. Ja, euer hilft Ihnen während des Handels. Ich bin vom Kundenservice werde für die technische Seite, also für technische Angelegenheiten für Sie zuständig sein. Sie haben bestimmt schon auf der Seite gesehen, dass man eine gewisse Summe als Startkapital einzahlen soll, ja, um Handelskonto zu aktivieren. Hallo? Hallo. Ja, hören Sie mich, ja? Wer ist denn da? Hallo? Ja? Ja. Sie wissen, ja, das haben Sie schon gesehen, dass man also eine gewisse Summe einzahlen soll zum Aktivierung. Was denn? Es sind 250 Euro fällig, oh, ja. Guck mal, ein Vogel. Wie bitte? Da war ein Vögelchen am Fenster. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Können Sie bitte nochmal sagen? Da war ein Vögelchen am Fenster. Wer war da? Ein Vögelchen. Ein kleiner Piepmatz. Oh, den hätte ich jetzt gerne gestreichelt. Was meinen Sie damit, bitte? Ja, da war ein kleines Vögelchen, so ein Piepmatz. Den hätte ich gern mal gestreichelt. Aber ich streichle gerne alle Tiere. Pferdchen und Zebras. Ach so, okay. Das ist ja schön. Ja, das ist ja schön. Ja. Okay. Aber zu einer Sache halt, also Sie möchten ein Handelskonto aktivieren, ja? Ja? Okay. Muss man das machen? Ja, damit, wenn Sie handeln möchten und auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, dann sollten Sie ja Konto aktivieren und auch dementsprechend also Startkapital einzahlen. Sind Sie einverstanden damit? Ja. Okay. 250 Euro, das ist Mindestbetrag, mit dem Sie anfangen können.
und Sie können also entweder mit einer Kreditkarte oder per Banküberweisung einzahlen. Sind Sie denn geimpft? Wie bitte? Ob Sie geimpft sind? Ja. Wie oft? Zweimal. Oh, so wenig? Warum? Na, man braucht doch vier oder fünfmal schon. Ja, ich bin also, ich habe schon den Platz reserviert, also für die Booster-Dose. Aha, also sind Sie einer von und diesen Verschwörungstheoretikern. Aha. Wie oft sind Sie geimpft? Ich? Ja. Habe ich vergessen, weil das waren schon so viele Spritzen. Okay, wie würden Sie einzahlen, wenn Sie überhaupt einzahlen würden und das Konto aktivieren? Weiß ich nicht, wie ist denn da am hübschesten? Ja, am besten geht das mit einer Kreditkarte. Haben Sie Visa oder Mastercard? Wie sieht die aus? Hallo? Hallo. Guten Tag. Haben Sie eine Kreditkarte? Sie sind verbunden mit einem Callcenter-Terroristen. Ist da eine Party bei Ihnen? Ich mag Partys. Visa oder Mastercard sollte Sie haben. Okay. Oder wenn Sie Online-Banking benutzen, dann mit Banküberweisung geht es auch. Eine Bank soll ich überweisen. Wie geht das? Man hat eine Rechnung. Okay. Muss ich da eine Rechnung schreiben? Nein, nein, ich schreibe Ihnen die Rechnung und Sie überweisen. Oh, ich mag Rechnungen. Ich bezahle gerne Rechnungen. Manchmal streichle ich auch eine kleine Katze, währenddessen ich eine Rechnung überweise. Okay, wie Sie wollen. Ja. So, ich melde mich dann morgen wieder bei Ihnen, okay? Ja, was ist denn morgen? Alles klar. Was machen wir denn Schönes?